Ibra Kadabra. Zlatan Ibrahimovic ist Schwedens Zauberwaffe. Manuel Neuer ist gewarnt. Da muss man sich nicht großartig vorbereiten. Man weiß, was er für Tore schon erzielt hat und was seine Qualitäten sind. Trotzdem lässt Bundestrainer Joachim Löw nicht nur die deutschen Abwehrspieler, sondern alle eine Videoanalyse von Schwedens Superstar studieren. Er ist schon auch ein Spieler, der, sagen wir mal, völlig unberechenbar sein kann, der natürlich auch individuell in der Lage ist, aus ganz, ganz schwierigen Situationen die richtigen Lösungen zu finden und eben auch wichtige Tore zu erzielen. Also er ist schon ein Schlüsselspieler in dieser Mannschaft. Extravagant und arrogant. Er bepöbelte im WM-Qualifikationsspielen auf den Färöern einen Mitspieler. Einen anderen soll er einen Ellbogencheck im Kabinengang verpasst haben. Für mich einfach ein kompletter Stürmer, deswegen ein sehr, sehr gefährlicher Stürmer. 1,95 Meter, beidfüßig. Allein in der Königsklasse spielte er schon für 6 Clubs und traf für alle. Derzeit kassiert er rund 14 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain. Ibrahimovic ist ein herausragender Stürmer, der schon sehr, sehr viel Erfahrung auch gesammelt hat in verschiedenen Mannschaften, in verschiedenen Ländern auch. Und deswegen, glaube ich, hat er eine große Bedeutung in Schweden. 83 Länderspiele für Schweden, trotz Eskapaden. Er ist ihre Lebensversicherung. Da werden wir ein bisschen mehr zu tun haben am Dienstag, aber wir spielen zu Hause mit breiter Brust. Auch ehemalige Nationalspieler warnen vor dem schwedischen Magier. Klar, mit Ibrahimovic haben sie einen absoluten Ausnahmekönner, der zu jeder Sekunde des Spiels ein Tor machen kann. Der wird uns schon ein bisschen vor einige Probleme stellen. Die Frage wird sein, hat er Lust oder hat er keine Lust? Die haben gegen die Färöer-Inseln nicht gut gespielt, ganz knapp gewonnen, haben zwar einen Ibrahimovic, aber das sollten wir klar gewinnen und dann gehen wir als Gruppenerster ganz klar durch. Wie wird die DFB-Elf ihn stoppen? Ich denke, so wie jeden anderen Topstürmer, indem man auch wieder von der ersten Minute an konzentriert ist, in jeden Zweikampf richtig geht und immer auch den absichert, der den Zweikampf gerade führt. Frühzeitig eben auch stören bei der Ballannahme und ihm nicht zu viel Raum geben. So sollen seine Tricks entzaubert werden. Die deutsche Mannschaft ist vorbereitet auf Zlatan Ibrahimovic.